Trader. Mit uns hast du gute Karten. Willkommen hier bei Trader im Trading Card Superstore. Kauf Tickets. Das will ich jetzt einfach nur mal so reinhauen. Ja, erstmal bei euch alles bestens. Ja, hallo, Perry Pilzern, Fremder Klopf an, Kari, ja wundervoll, da waren wir noch ein paar Leute am Start. Conny the Phoenix, hallo, Firat Uster, ja, alles bestens bei uns. Ja, also ich habe hier einmal zu meiner gegenüberliegenden Seite Julius. Danke, danke. Habe ich Applaus verdient? Komm, ich auch nochmal, Romano. So, wir spielen heute zwei interessante Decks, glaube ich. Oder auch schon beim Abgelegt, den wir gerade den hier machen. Yugi spielen wir heute tatsächlich. Ja, ja, wir spielen heute tatsächlich Yugi, ne? Das zweite Match. Gegen, das werdet ihr gleich sehen. Das wird ein bisschen interessant. Ja, wollen wir erstmal würfeln, ne? Ja. Fangen wir an zu würfeln. Vier. Eine Vier. So, ah, eine Zwei. Ah. Fast besser. Ich würde, glaube ich, mal anfangen, ne? Gut, dann legen wir mal den Timer los und ab jetzt 50 Minuten auf ein Gutes. Auf ein Gutes. Gut. So, an die Leute auch draußen, noch an dich. Wenn du Fragen hast, hab Fragen. Wenn der Spielzug 15 Minuten oder länger geht, ja, dann ist das mein Leben. Ist mir egal. Ja, meiner geht mindestens auch so lange. So, falls wieder irgendwelche Kommentare kommen. Natürlich, oder sonst spielen wir halt dafür wieder Borders dann. Kriegen wir hin. So, dann legen wir los. Die Hand ist, oh mein Gott, die Hand ist super interessant. Mm, die ist wundervoll. Nicht. Wir müssen uns jetzt was überlegen. Ja, das ist heute katastrophal. Ich kann nicht beruhigen, bei mir sieht es auch nicht gerade verlockend aus. Naja, das ist absolut katastrophal, was ich hier gerade habe. Muss tatsächlich eine setzen und abgeben. Ah, okay, okay. Ja. Knapp an den 15 Minuten. So, wir spielen heute, ja, man sieht schon, wir spielen heute wieder Goldformat. Man denkt schon, schäm dich für 60 Minuten zu gehen. Natürlich. Aber auch nur, weil ich, wenn ich meinen Gegner immer frage, ob der darauf reagieren will oder nicht. Und das auch erkläre. Standby. Main Phase. Dann setze ich auch mal eine Karte. Ja. Dann, Effekt Genta. Um mir einmal gern die Tore zu suchen. Mhm. Tore der finsteren Welt. Du hast noch Handkarten. Vier Handkarten. Vier Handkarten. Das bedeutet, wenn du eine Karte settest, dann wirst du wahrscheinlich ein Allure of Darkness haben. Ich mach mal trotzdem darauf schon mal eine Ash. Ist okay. Weil die Tore zu suchen ist schon nicht cool. Und er sagt, glaube ich, dass wenn du noch, wenn er im Friedhof liegt und eine Karte, glaube ich, Karteneffekt, glaube ich, abwesend hast, ein Special, oder? Nee, der sagt, wenn der verbannt wird, kann ich ihn ein Special. Ah, okay, gut. Gut, das wird ja mit den Toren wahrscheinlich passieren. Dann Danger Chupacabra. Wählst eine zufällige Karte, die wird abgeworfen. Falls er es nicht ist, specialize ich und ziehe eine Karte. Falls er es ist... Es muss ein Danger sein, wenn du specialst, ne? Was denn? Es muss ein Danger im Friedhof genau sein, ja. Dann machen wir da 1 bis 4. Jo. Und das ist eine 2, das ist die da. Mottenmann, ja, der ist auch gut. Dann specialize ich Chupacabra, ich ziehe eine Karte. Ja. Dann neue Chain Mottenmann. Wir beide ziehen eine Karte und discounten eine. Ja, machen wir das. Mhm. Discount. Subtraktion. Jackalope. Dann wieder neue Chain Jackalope, weil er gediscard wurde. Special der mir ein Danger aus dem Deck in Verteidigungsmodus. Das kannst du machen. Wie will ich das denn spielen? Ich habe mir fürchterlich gezogen. Boah. Special ich mir. Einen Mottenmann. Aus dem Deck. Jo. Ich muss nochmal dran. Dann mache ich weiter mit Dunkler Korridor. Der sucht mir eine Dark World Monster und dann muss ich, eine Karte discarden. Ja, als Karteneffekt nehme ich an. Genau. Im Bestfall einen, den du halt discarden willst direkt. Dann Disc. Oder ich suche mir erstmal Snow. Und die würde ich tatsächlich auch gerne discarden. Ja.
Dann neue Chains, neue Effekt zum Suchen. Mhm. Suche ich mir. Ich habe das Gefühl, das Combo. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal. Muss so ein bisschen was kommen. Es wird wieder gegambelt, es wird Casino gespielt. Solltet ihr nämlich nicht tun, Leute. Ist nicht gut. Außer ein Yugi. Außer ein Yugi. Da ja. Na bitte, Spekantierle. Nein. So, du wirst wahrscheinlich ziehen müssen, ne? Genau. Sollte ein gewisser Effekt gleich erfolgen. Dann gehe ich nämlich in Overlay. Kann man uns ansonsten gut hören? Lugaris. Lugaris. Du würdest wahrscheinlich den Effekt machen, indem du... Als Kosten nehme ich zwei Materialien ab und dann würde ich gerne zwei Karten ziehen, okay, eine Discard und dann überspringe ich meine nächste Draw Phase. Ja, dann viel Spaß. Ich habe keine Ahnung. Oh, schön. Das ist schön. Das ist nicht schön. Dann Discard ich einmal. Rainbow. Dann neue Chain Effect Rainbow. Such mir eine Stufe 5 oder höher Dark Hole Monster. Ja. Jetzt kriege ich jetzt schon die Silver Combo ab mit Raffer. Sehr wahrscheinlich. Ne? Muss ich sogar tatsächlich. Ja. Mit der Hand wird immer nur bestraft. Leider. Ich muss mal dran. Nee, das muss. Dann kommt jetzt was Neues. Und zwar Normal Summon Gen der Diamant-Tiger. Oh mein Gott, du spielst das. Ja, das sind die neue aus Age und Overlord. Kleine. Uff. Und da würde ich gerne den Effekt nutzen. Der Special mir von Hand oder Deck einen Ken auf deine Seite. Der Ken sagt gleich, ich darf abwerfen, ne? Nee, anders. Dann kommt wieder eine neue Chain. Der Ken sagt jetzt, der Gegner darf zwei Karten ziehen und eine discarden. Ich darf zwei Karten ziehen? Nein, ich darf, der Gegner. Achso, der Gegner. Also weil du kontrollierst ihn ja. Ach, und der Gegner, tut mir leid. Das heißt quasi, dass ich jetzt zwei ziehe. Kommt der in einen Monke da? Genau. Und dann... Durch den Effekt von Gen als Spezialbeschwörung, der Gegner zieht. Ah, okay, gut. Discard. Wow. Den Silver, den ich mir gesucht habe. Dann, weil das jetzt dein Monster-Effekt ist, quasi wie beim Ceruli. Mhm. Kommt Effekt von Silver, der special sich jetzt und du hast zwei Handkarten unter das Deck legen. Schmerzen. Ich bin nicht fertig. Dann aktiviere ich die Archive der finsteren Welt. Die sagen jetzt, ich kann once per turn ein Darkhold Monster abwerfen, dann kriegen wir ein Darkhold Monster pushen höher der Stufe mein 100. Ja. Und falls ein Darkhold-Monster durch einen Darkhold-Effekt abgeworfen wird, kann ich sie dran chainen, noch eine Karte aufwerfen und zwei Karten ziehen. Ich kann den ersten Effekt nutzen. Discard ich eine Karte, dann kriegt er jetzt plus 800. Und dann Chain 1, Tage zum Schießen. Chain 2, discard ich noch eine und ziehe zwei Karten. Mhm, und ziehst du zwei, ich lege diese Superfakultät weg. Dann, Special Summon ich den Rainbow, indem ich den Silber auf die Hand gebe. Mhm. Und ich Special Summon den Graffer, indem ich den Rainbow auf die Hand gebe. Dann einmal Verlocken in der Finsternis Welt. Ich ziehe zwei Karten und muss dann ein Finsternis Monster verbannen. Ja. Verbanne ich den Silber. Und dann, weil du einen Monster-Effekt in meiner Mephase aktiviert hast, nämlich von dem Kollegen, würde ich gern zwei Karten ziehen. Mach mal. Gut. Dann aktiviere ich die Tore der finsteren Welt. Effekt Tore verbanne ich ein Unterweltler-Monster als Kosten. Discard dann ein Unterweltler-Monster und ziehe eine Karte. Discard Rainbow. Dann Chain 1 zum Suchen, Chain 2 zum Special. Das kannst du gerne machen. Ich glaube, ich habe da relativ wenig Einwände im Moment. Ich habe gar nichts. Also wirklich gerade gar nichts. Die Hand war so... Ja. Ein Tipp von mir, das ist auf jeden Fall nicht Pure Math, was ich da bei mir habe. Was man sieht.
Aber ich komme leider nicht dagegen. Ich habe schon. Dann mache ich einfach noch meine Verlockung. Oh mein Gott. Zwei. Ja. Super Zeit, definitiv. Hast du recht, Conny. Genau, den brauche ich nicht mehr. Dann Effekt Salamander-Katalysator. Ich muss Unterwettler, glaube ich, abwerfen, oder? Genau. Einer wird gediscard, einer wird gespecialt. Ja. Ist das. Das war dumm. Special, weil du dein Board gerade voll gemacht hast. Jawohl. Damit der Deceiver jetzt. Ja, das war sehr dumm. Also theoretisch, wenn du es schaffst, den wegzulegen und auf OTK zu gehen, dann viel Spaß. Ja, ich muss ja sowieso für OTK gehen. Ja, das wüsste ich auch gerne, wo man in 15 Minuten kommen muss. Jetzt muss man Gegner mal dran. So. Reicht es schon, wenn ich so, dann habe ich. Wie der VD 1,5. Könnte ich mit 1,6. Special Summer, indem ich den auf die Hand gebe. Ja. Was steht denn jetzt? Dann gehe ich in Link 5 mit dem Kollegen noch. Auf einer Lower Goddess. Ja. Schon beim Monster mitnimmst. Wieder gemisplayed, egal. Dann Effekt Genta nochmal zum Suchen der Tore. Mhm. Du musst eigentlich nur noch einen schönen Buddy auf dem Board kriegen und dann einfach angreifen. Ja, genau. Da kriegst du, wenn du bist ja bei 5-7 schon. Du brauchst noch 2-3 auf dem Board zu holen und dann. Das ist halt eigentlich schon durch. Moment habe ich schon. Dann aktiviere ich nochmal die Tore. Mhm. Effekt Tore. Kosten. Discard. Dann ziehe ich eine Karte. Dann neue Chain-Effekt, um noch eine Karte zu ziehen. Mhm. Mhm. Ich kriege gerade die volle Darkmoon Coil ab. Dann. Das ist übel. Wie komme ich hin? Nochmal Verlockung. Alle guten Dinge sind drei. Du bist ja einfach alles, ne? So, jetzt habe ich. So, Leute, hier seht ihr ein Combo-Tutorial-Video. Dann Effekt Genta nochmal zum Suchen der Tore der letzten jetzt. Das kann man doch wirklich 1 zu 1 jetzt so hochladen als Combo-Tutorial-Video für den Darkhold. Ja, du hast halt bei Darkhold nicht wirklich eine Combo, sondern du ziehst und ziehst und guckst, was du hast. Ich würde auch mal versuchen, Ken in dieses Deck mal reinzubringen. Ist nicht so einfach wie ein Dark Bolt, aber es wäre möglich. Aktiviere ich die auch. So zu einem bisschen Teil. Discard. Banish. Discard. Ziehe eine Karte. Der vom Banish zurückzukommen ist once per turn, ne? Ja, genau. Ja, genau. Dann neue Chain Effects nur zum Suchen. Mhm. Das da suche ich once, mir ne? Jetzt die Fusion. Dann kommen wir auch schon zum Ende. Oder kommen wir zum Ende? Ja, sowieso. Ich will einmal fusionieren, indem ich den verbanne. Und Rainbow discarde. Dann Rainbow Effekt zum Suchen. Ja, ich werde immer mal schauen, Pinke, glaube ich, mit immer letztes Mal wieder antrete. Ich habe eigentlich hier und da mal so ein paar Sachen überlegt und wenn Fire King rauskommt, werde ich definitiv Fire King erstmal spielen. Dann Effekt Danger Donnervogel. Das ist Donnervogel. Dritte Dicke. Ja. Wir fangen wieder da an. 1. Und da hinten ist die 5. Und es ist die 5. Das war jetzt ein böser Snipe. Ja. Ein böser, endlich mal eine Sache, die mir gelingt in der Runde. Wie komme ich denn hier? Ich komme nicht weiter. Also, du hast halt ein Board, ne? Ja. Und du kannst einen Monster-Effekt, glaube ich, zu Discard 2 irgendwie machen, oder? Nee, da brauche ich einen Silber für. Ah, okay. Ja, ich gehe einfach mal in die Battleface. Du rennst einfach mit 3-3-6-2 drauf. 3,5. Ne, die haben Push noch. Ach, die haben beide 300, noch Push? Dann sind das 6, 3,5 und die hat auch 300? Ja, genau, alle Unterwähler. 6,8. Ja, ich zieh mal einfach mal 6,8 ab. Jo. Was sind Schmerzen? Dann Main Phase 2, Zettich 2.
Und dann bist du dran. Alles klar. Dann Draw. Standby. Main. Ab ins nächste. Nee, das, da ging gar nichts. So Leute, das waren jetzt mal 15 Minuten. Nicht von mir. Fast 15, nicht ganz. Ja, okay. Bei Dark World kann es auch mal länger dauern. Ja. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was du spielst. Also man hat Mathmack-Karten gesehen, aber ist auf eins, das ist nicht pure. Warte mal, ist noch eine Seite-Karte in meiner Deckbox. Da ist noch die Seite-Karte gewesen in meiner Deckbox. Ja, uff, ja, was soll man machen, ne? Das ist halt schon richtig so. Das war die volle Keule. Die ich gerade abbekommen habe. Schmeiß mir das hier mal raus. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen jetzt. Das mit einer Ashes ist auf jeden Fall nicht genug gewesen. Ja doch, die Ash wäre gut gewesen, wenn ich nicht noch die Dangers hätte. Ich hatte ja keine Tore auf der Hand. Ja. War schon sinnvoll. Außer vielleicht beim dunklen Korridor, der hat mir auch den Arsch gerettet. Der dunkle Korridor ist auch wirklich eine super Karte. Das ist ein super neuer Support, muss man einfach mal sagen. Der sucht halt einfach. Und dann sagt er, wirf nochmal Apfelkarten. Er ist quasi Discard aus dem Deck. Ja, das ist halt echt heftig. Ja, Discard aus dem Deck kann man echt sagen. Du suchst dir irgendeinen Namen, auf den du gerade Lust hast. Und dann discardest du für Effekt. Kann man nichts gegen sagen. Gut. Damit du das auch hast, warum wird mir das hier nicht vernünftig angezeigt? Wir haben noch 34 Minuten. Also, entspannt für Runde 2. Und ich habe fertig gesagt, doch. Ja, Moment. Jetzt. Vielleicht habe ich gleich eine spielbare Hand. Die war so ein bisschen echt, die war echt bitter, die Hand. Also ich habe jetzt beim vielen Tests mit diesem Deck und noch in den Duellen, die ich mit diesem Deck gemacht habe, tatsächlich nicht einmal so gut geblickt wie jetzt. Leider. Vielleicht wird es besser, vielleicht kann ich ein bisschen was zeigen. Gut. Das würde mich auch freuen. Ja. So, du bist auch fertig, dann gehe ich einfach first. Alles klar. Ich weiß, Darko kann auch bis second gehen, wenn man so einen Bigfoot auf der Hand hat. Und einen Donnervogel. Also ja, schauen wir, was da so geht. Gut, auf ein nächstes. Auf ein nächstes Gutes. Ja, irgendwie noch voll die Karte. Ja, man kann spielen damit. Ausnahmsweise. Gut. Dann möchte ich gerne meine Libromanten und Herkunftsgeschichte aktivieren. Ja, ich spiele noch nämlich noch Libromancer dazu. Die Karte hat drei Effekte. Der erste Effekt ist, ich darf meine Libromancer Spelltrap direkt vor meinem Deck setzen. Der andere Effekt ist, meine Libromancer Ritualmonster haben zur Stufe mal 100 mehr Attack. Und, das ist nicht once übrigens, wenn ich die Karte ein zweites Mal habe, dann wird der Effekt doppelt gehen. Dritter Effekt ist, wenn ich ein Libromancer Ritualmonster spezial beschwöre, beziehungsweise Ritual beschwöre, darf ich eine Spelltrap von dir wählen und sie schießen. Aber erstmal auf Aktivierung möchte ich gerne aus dem Deck setzen. Jo. Ist das mir gestattet? Ja. Ja, alles klar. Hm. Ich setze mir aus dem Deck die Einmischung. Das ist quasi ein Omni-Gate, gut gegen Dark oder wie auch immer. Ich wähle einen Labyrinth Ritualmonster, bounce es und darf den Effekt annullieren und darf wahlweise danach noch ein Labyrinth von meiner Hand davon special. Alles klar. Labyrinth haben alle Effekte, wenn sie gespecialt werden, können durch gewisse Effekte sich specialen. Aktiviere ich von meiner Hand Libromanten Debüt. Die Karte sagt, auf Aktivierung darf ich ein Libromancer vom Deck meiner Hand hinzufügen. Die Karte selbst darf ich nur einmal pro Spielzug aktivieren. Allerdings lässt sie mich mehrmals pro Spielzug Ritual beschwören. Quasi unbegrenzt, so wie ich Bock habe. Auf Aktivierung würde ich mir erst gerne ein Libromancer vom Deck meiner Hand hinzufügen. Alles klar. Und ich merke gerade, ich habe auf jeden Fall irgendetwas nicht ganz gut gemacht. Ich jetzt den nehme, habe ich. Ja doch, die Hand war gar nicht mal so gut, wie ich dachte. Ja, du musst jetzt durch. Gar nicht mal so gut, aber was willst du machen? Mhm. Ja, die Karte, das war leider eine Vollpleite. Mal wieder. Ich den nehme. Ich nehme Feuerstarter auf die Hand.
er selber jetzt seinen Effekt ist nicht besonders, das ist tatsächlich die Möglichkeit, ihn zu beschwören. Ich möchte gerne Geekbird von meiner Hand specialen. Nämlich ein Ritualmonster vorzeige, ich zeige dir meinen Feuerstarter vor, ich darf ihn specialen. Auf Special Summon darf ich mir Library mit der Spelltrap vom Deck meiner Hand hinzufügen. Jo. Das kommt aber getrennt von einer neuen Kette. Erstmal der Effekt zum Specialen. Ja, ist fun. Special. Und dann, den würde ich gerne auf Effekt suchen. Ja. Alles klar. Nehme ich die hier nochmal, die ist aber once per turn zum Aktivieren. Also, ja, kann ich sie jetzt nicht nutzen. Würde ich gerne Debüt aktivieren zum Ritual beschwören. Mhm. Dann tributiere ich den und special den. Ja, nicht. Jetzt habe ich den Effekt vergessen. Ja, wundervoll. Boah, das ist genauso ein Misant wie davor. Theoretisch. Das könnte besser werden. Es kann nur noch besser werden. Ja, ich muss halt wirklich mein Spielzug beenden. Los. Alles klar, dann draw for turn. Ich habe nur die gesettete Karte und drei Karten auf der Hand. Dann Standby Main Phase. Eines Hand Knowledge. Ich kann es eben nicht anders machen. Kario, du kannst das Ganze auf Libromant Cybers oder Libromant Lifemic ändern. Das wird dann so passen. Ich würde dir gerne dein Omni-Negate wegnehmen, deswegen würde ich ja mal in Kaijo angehen. Herzlichen Glückwunsch. Dann fällt der Omni-Negate schon mal weg. Mhm. Und dann Normal Summon Gen. Dann würde ich gerne den Effekt nutzen, um aus dem Deck zu specialen. Ja, kannst du machen. Das ist sehr schön. Dann kommt wieder der Ken. Mhm. Kommt der Effekt Ken, zieht zwei Karten, Discard eine. Mhm. Discard ich Bro. Auf Resolution Draw Lockbird. Au. Ja, den muss ich jetzt haben, weil sonst geht nichts. Das tut sehr weh. Ja. Dann kommt der Bro auch nicht mehr durch, weil es Chainlink 1 wäre, dann Chainlink 2 Droll. Dann würde ich gerne Tactics aktivieren, um mir deine Hand anzugucken. Die kenne ich. Kannst du nochmal aktivieren, was suchen? Ein Agent lässt mich einen Labyrinth-Karte von meinem Friedhof wählen, sie meiner Hand hinzufügen. Würde ich die gerne unter das Deck legen. Das ist eine gute Wahl. Ich kann die Minus special, wenn ich Ritual habe. Genau. Richtig. Und ja, dann war's das. Okay. Dann bin ich. Jo. Go. Standby. Main. Das war auch die einzige Möglichkeit, irgendwie gerade zu spielen für mich. Ja. Ich aktiviere seine Meinung und wirf meinen Agent als Kosten weg. Ist das fein? Jo. Gut. Und jetzt hole ich die einzige One-Card-Combo aus meinem Deck raus. Mathic Circular. Ja. Schön. Ja, irgendwas muss man ja machen zum Kombinieren. Ja, FX Circular. Ja. Das ist vollkommen Combo, sag ich sofort. Normalerweise brick ich mit diesem Deck echt nicht so hart, ne? Aber das war jetzt gerade eine unmenschliche Hand gerade. Special? Jo. Special. Sigma-Effekt. Ja. Effektkreis. Mhm. Versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal durchzustehen oder du hast wie Flammkarten? Vier. Vier. Nehme ich die Superfakultät und hau. Nein. Ich will nicht gerade Superfakultät, ne. Nein, wir versuchen da irgendwie anders zu spielen. Wir nehmen uns. Wo ist der Kollege hier? Da ist die Gleichung. Kommt ein Joel? Ne. Wundervoll. Das hätte ich noch schon früher geschmissen. Ja. Das ist mein Friedhof. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen hier auf Nixis. Auf einen. Alle Burschen. Jo. Und für ihn nehme ich zwei Materialien runter und darf mir eine Math mit Karte suchen. Ist das fein? Ja. So, dann nehmen wir uns mal die beste Normal Summon im Deck raus. Das ist Durchmesser. Gut. Aktivieren wir schon Durchmesser oder? Ja, wenn ich jetzt Feuerstarter auf die Hand kriegen würde, wäre jetzt natürlich super durch. Kennen. Warte mal, kann ich irgendwas mit diesen Karten gar nicht machen? Ja, wenn du wegen der Mailphase gibt die Karte, das Spiel wird auf die Hand zurück. Während der Mailphase kannst du einen speziell von der Hand im Deck. Ich würde diese Engine echt in diesem Deck spielen, ohne die
Math Max, das wäre gut gewesen. Wie machen wir das auf Distinguished? Herzlichen Glückwunsch. Dann mache ich Normal Summon Durchmesser. Mhm. Und auf Norm, explizit auf Normal Summon, darf ich einen Cybersmon zerstufieren und Riga Special. Ich könnte theoretisch auch meinen Feuerstart nehmen, weil er regulär beschworen wurde. Mache ich das? Ich wähle. Lege, ob ich und was ich wähle. Ich will meinen Feuerstarter tatsächlich. Ist das fein? Jo. Ja. Ich muss mein Play, glaube ich, ein bisschen anders machen. Mach wieder mit den beiden. Mach ich mit den beiden Link 2? Mach mit den beiden Link 2. Auf. Das Cybershexe. Weil wir gehen jetzt die Combo. Die Cybershexe hat in der Regel zwei Effekte. Der eine Effekt sagt, dass wenn ich ein. Mehr. Explizit, glaube ich, Cybersmonster. Monster. Ne, wenn. Falls ich. Falls ein Monster an Spezialbeschwörung einer der Zonen beschworen wird, auf die die Karte zeigt, dann wäre hier oder hier. Darf ich eine Zauberkarte, mein Friedhof verbannen, theoretisch könnte ich Sun Manic verbannen, dann darf ich mal einen Cybers Ritualmonster, irgendeins, und Sunnel Ritual vom Deck meiner Hand hinzufügen. Und wenn ich diesen Effekt mal gemacht habe, irgendwann im Spielzug kann ich einen Cybersmonster stufieren und wieder von meinem Friedhof Special. Gut, und ich würde gerne alle Burschen machen. Ich würde gerne als Kosten tributieren und dann darf ich ein Mathmack von meiner Hand auf den Grave Special. Ist das in Ordnung? Jo. Ich nehme jetzt einfach den hier. Dann würde ich Cyber Hex Effekt machen und verbanne Silent Mining. Und dann würde ich mir was suchen. Ist das fein? Ja. Alles klar. So, nehme ich jetzt die Cybers Weise und nehme ich jetzt den. Also eine Silent Ritual nehme ich auf jeden Fall. Die muss ich namentlich erwähnen suchen. Jetzt will ich dann nämlich Weise oder Fireburst. Wenn ich Fireburst nehme, kriege ich genug aufs Board mit Fireburst? Ja oder nein? Der Fireburst wäre jetzt natürlich mega. Cybersweise auf dem Dingens. Ich glaube, ich nehme die Cybersweise auf die Hand. Sie selber sagt, dass, also sie ist in Stufe 1 ist Cybers Ritualempfänger. Sie selber sagt, ich kann eine Fusion Summon machen. Ich verbanne das Material vom Feld und vom Friedhof und dann kann ich eine Fusion Summon aus dem Extra-Deck machen. Und der andere Effekt ist, wenn der Synchro-Material weggelegt wird, ich weiß, das ist ein bisschen sehr komisch, kann ich meine Friedhof und Cybers Monster wählen oder halt ein Ritual und sie meine Hand hinzufügen. Alles klar. Dann würde ich gerne Cybersex machen und würde gerne ein Cybersmonster von meinem Friedhof beschreiben. Ja. Und einfach die hier. Dann aktivieren wir die Wahl. Seine Ritual, tut mir leid. Ich würde gerne tributieren. Tributiere den. Und beschwöre Cybers Weise. So, was machen wir? Ich würde gerne den. Oh, das ist nicht gut. Das muss ich jetzt so machen. Ich würde gerne mit Cybers Weise den Effekt machen und zwei Monster als Material verbannen vom Feld auf Friedhof. Es muss einmal ein Cybers Exis Synchro Link, wie auch immer, sein und ein Cybers Monster für ihn. Es ist der, den man normalerweise mit Terra jetzt auf dem Friedhof legt. Ich kann den in dem Deck halt so beschwören. Ja, jetzt muss ich halt was überlegen. Ich darf das jetzt nicht missplayen. Ich mache eine Synchro mit den beiden, eine Synchro 7. Und gehe auf einen Windpegasus Edignister. Und dann kommt die Weise Effekt. Ich nehme mir auf die Hand, nehme ich die Ritual, nehme ich den Circular. Ich nehme mir die ein Ritual auf die Hand tatsächlich. Er selber ist übrigens auch ein Spelljump negate, wenn ich einen Link 4 oder höher kontrolliere. Banishst du den? Dann muss ich den als Kosten banishen, genau. Gut. So, das wird so geschafft. Ich mache hier mal eine Link. Die kann ich machen. Die kann ich nicht so gut machen. Eine Link 3 auf Dekotoka Hizo. Beide halt einmal Licht, einmal Finsternis. Hast du abgelegt? Nee. Gut, dann würde ich nämlich gerne 1000 Life Points zahlen, einen Effekt zum Karten ziehen. Jo. Und dann würde ich eine Karte ziehen. Das habe ich sogar weitergebracht, tatsächlich, ein bisschen. Ich habe
Fusion. Ich habe das Exist-Monster leider nicht mehr. Ich kann trotzdem für Game gehen wahrscheinlich. Ich würde gerne den Effekt von Subtraktion machen. Ich wähle deinen Gen. Der kriegt 1000 Attack weniger und darf ihn specialen. Mhm. Gehen wir hier auf reine Sicherheit, auf eine Link 2, auf eine IP-Maskerina. Mit Pegasus Trigger jetzt logischerweise nicht. Und dann möchte ich gerne für eine Link 5 gehen, mit drei Monstern, auf einem Firewall Dark Fluid. Der Firewall Dark Fluid sagt auf Beschwörung, kriege ich den Marken zu der Anzahl von Cybers, also wenn ich einen Cybers, Synchro, Exis, Fusion und Ritual habe, ich habe Fusion, Synchro, Exis habe ich halt verbannt und ein Synchro, der würde drei Marken kriegen. Für jede Marke kriegt er nur für die Battle Phase, ich glaube 2500 Attack oben drauf. Ja, also kannst du dir vorstellen, okay. In der Battle Phase, der hat schon 3000, er würde in der Battle Phase 10500 Attack halt haben. Ja. Ja. Ich habe 0. Ja, genau, du hast 0. Und ich würde dann einfach in die Battle Phase gehen und ja. mit C5 draufkloppen. In die Fresse, ja. Ist okay. Gut, ist fein. Ja, ich musste das jetzt gerade so ein bisschen drumherum spielen. Ich habe keine gute Hand gehabt. Der Drone Lockpad hat mich gerade kaputt gerettet. Ich wollte erst auf Fireburst gehen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Timer sagt. Stabile. Ja, wir haben noch fast 20 Minuten. Das seht ihr, Leute, das geht halt auch so. So. Habt ihr bisher einen entspannten Stream gehabt? Also, wenn du jetzt natürlich gefragt hättest, was die Karten genau machen, wenn ich irgendwas nicht explizit erklärt habe, dann hättest du mich natürlich auch fragen können. Ja, ja, hast ja alles super erklärt. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber. Ja. Irgendwas muss man dann halt auch machen. Was machen wir jetzt? Unsere Local bislang ist relativ entspannt. Ist okay. Ich hatte ein sehr, sehr eigenartiges erstes Matchup. 60 Karten laufen war am Start. Es war super witzig. Ich würde mich an eurer Stelle überraschen lassen, wenn dieser Pile auf jeden Fall noch ins Stream kommt. War witzig, war leider nur ein Unentschieden am Ende, aber ich dachte schon, ich habe schon eine wilde Auswahl in meinem Deck. So, du darfst dir übrigens aussuchen, ich mache die Live-Bahn zurück. Ich gehe mal von aus, du willst first gehen. Ja, auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen. Ich hoffe auf vielleicht schaffst du es unter 20 Minuten, die Kombo durchzukriegen. Ja, das ist, wenn ich keinen Troll schucke, dann ich bin ein schneller Dark World-Spieler. Ja, ich frage dann auch nicht großartig nach, weil ich kenne so ein bisschen die Karten. Ich würde auch einfach mal sagen, ja komm, zieh einfach, mach die Kombo, sag mir nur kurz, dass es macht, aber mach's halt einfach, damit ich halt einfach weiß, dass die Karte macht. Lies mir die Karten auch in der Regel dann auch generell durch, während du halt die Kombo einfach gerade durchführst. Wir müssen nämlich halt schon wissen, ob es gerade klappt oder nicht. So, auf ein gutes nächstes. Auf ein gutes. Das war da 4, 5, 6, 5. Ja doch, das sind 5 Karten. So, hau drauf. Kein Troll, bitte. ja, Standby, ja. Main Phase. Fange ich an wieder mit Gen. Er fängt mit Normus von Gen an, das genau. Ist schon. Das ist schon sehr schön. Das ist belastend. Effekt Gen, um aus dem Deck zu specialen. Viel Spaß, gib mir den Ken. Gib ihn mir. Da ist er. Du darfst 2 ziehen und einen abwerfen? Genau. Vielleicht will ich den Effekt auch gar nicht abziehen. Geht halt nicht anders. Du hast keine andere Möglichkeit. Ja. Das ist ja auch das Geile, dass sie auch Thrust aktivieren. Das ist schon. Weil es mein Effekt ist, der aktiviert wird. Das ist schon böse. Viel Spaß. Dann ziehe ich 2. Die günstigste Darkwood zu heute. Eine, jetzt ist die Frage. Ja, ist mega. Ist mega abdumm toll. Ja. Jackrob würde jetzt gut sein, ne? Ich habe ein bisschen Angst vom Droll, deswegen. Das kann ich in Silver. In Silver, okay. Genau, dann kommt neue Chain. Also, falls du Droll hast, Chain 1 würde ich gerne specialen und dann das 2 Handkarten aus das Deck legen. Schmerzen, bitte. Ich muss, ne? Ja. Gut, dass kein Droll kam.
War sicher. Schon mal zwei Stibitzen. Unter das 6, ist kein Stibitzen, genau. Okay. Dann mache ich weiter mit Effekt Genta zum Suchen der Tore. Viel Spaß. Ja, Leute, das ist halt Yugi 3223, der First, der halt haut eigentlich voll drauf. Ja. Ist halt leider so. Abgesehen davon, dass ich jetzt ein bisschen holprig war, aber wer für Combo hat, der ist für Combo. Ja, und wenn du keine Handtraps hast, ne, das kommt ja, dann dazu. Halt. Und ich spiele halt keine Handtraps im Deck, weil es nicht geht. Funny jetzt, mein Deck kackt voll gegen Drawlock. Also komplett. Ritualdecks sind generell schlecht ja. Gegen Drawlock Bird. Da aktiviere ich die Gates. Effekt Gates. Kannst du gerne machen. Discard eine Karte, zieh eine. Und durch, Bro. Dann ne? Chain 1 zum Ziehen, Chain 2 zum Specialen. Ja. Erfahren. Das ist nicht so schön. Du hast eine volle Hand. Dann aktiviere ich nochmal Gates. Ja. Set eine Karte. Und aktiviere Danger Chupacabra. Mhm. Die Karte, die man nicht discarden will, da hinten. Normal. Die Dark Corridor. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist die Karte da, genau. Und wie immer ist es der Danger Chupacabra, wenn man nämlich nichts im Grave hat, ist er immer der Discard. Ja, dann ist der Ritter, ja, der ist dann der Ritter One-Off, weil er ein Unterwäldler ist. Ja. Ja, Danger Nessie, machen wir weiter. Oh, der Nessie. 1 bis 3, 4 bis 6. Und das ist die. Ist das der? Ich glaube, das war nicht gut, ne? Ja, komm doch an, was ich ziehe. Ich ziehe nur Müll. 4 für Appaloosa. Nein. Das wär's jetzt. Nee. Nein. Ich poker weiter. Poker. Ah, warte mal, Sayura, ne? Genau. Salut, oh mein Gott. Zusammen würde ich gerne 4 ziehen und da unter das Deck legen. Ja, viel Spaß. Sehr schön. 4. Den spielt man halt wirklich, wenn nichts geht. Sehr böse, sehr, sehr böse. Ich hab gehört, du hast die richtige Tukat-Kombo-Fahrt. Jetzt habe ich alles auf der Hand. Schmerzen. Dann würde ich einmal gerne. Wie mache ich's? Effekt. Wie mache ich's? Ein bisschen überlegen. Chicken Gates aktivieren. Mhm. Das hast du nicht gemacht, ne? Ne, das war nicht im neuen. Gut. Banish. Discard. Zieh ich eine Karte. Dann Effekt Rainbow zum Suchen. Das kannst du machen. Wie komme ich denn weiter hier? Ich würde einfach mal an der Stelle. Wann erobert ihr beide einen Edison Local? Also wenn ihr mir ein Edison Deck in die Hand drückt, dann bin ich dabei. Ich glaube, wenn Gladiator Beast bzw. Gladiatum gehört, ein Deck ist fürs Edison Format, würde ich das nehmen. Aber da muss mir einer eins in die Hand drücken. Ich habe tatsächlich fast gar nichts dafür. Ich suche mir einen Graffer. Ach, was hier war, hab ich gehört, böse Kombo. Da, ich muss nochmal dran. Dunkle Korridore. Würde ich gerne einen Dark World Monster suchen, eins discarden. Schmerzen. Suche ich mir. Du kannst doch in Ruhe spielen, du hast ja noch 12 Minuten. Manu, demnächst mit einem Sargdeck. Ich habe drüber nachgedacht, Mekrita. Ich habe quasi den Pile da, ob ich Sarg selbst spiele, ich muss mal schauen. Den neuen nicht, ich werde den alten nehmen. Ich habe den alten irgendwie noch in Secret Rare rumliegen. Werde ich wohl wahrscheinlich mal anpacken. Suche ich mir Snow, Discard Snow. Mhm. Neue Chain Snow Effekt zum Suchen. Kannst du machen. Ja, also in dem Sargdeck, wie gesagt, vielleicht werde ich es mal zusammenwerfen, schauen, was da so geht. Vielleicht habe ich da Spaß dran. Ich mag Pendeldecks eigentlich, ich mag auch Ritualdecks. Das, was ich gerade so finde, das baue ich mal zusammen. Bis halt so lange, bis Fire King Deck noch nicht raus ist, beziehungsweise Starter Deck noch nicht raus ist, habe ich alten Karten schon teilweise geholt. Gucken, was da so geht. Das gefällt mir alles nicht. Jetzt habe ich.
suche mir einen Rainbow. Muss wahrscheinlich nochmal ziehen. Mhm. Das ist jetzt riskant auf jeden Fall, was ich gemacht habe. Kommt mir gerade mal so auf. Also wenn ich bis jetzt noch keinen Draw aktiviert habe, dann wird das auf jeden Fall kein Draw mehr sein. Verlockung, ja, aber trotzdem. Okay, das hat mich einfach meinen Arsch gerettet. Rainbow habe ich. Eine Schwere praktisch, wenn der noch gehittet wird. Könnte ich nicht suchen. Bench ich. Boah, schwierig. Ein Graffer. Dann Effekt. Bigfoot. Bigfoot. Wow, jetzt schmeißt du den Bigfoot um die Ohren. Hoffentlich snipes er nicht, sonst wäre blöd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und es ist die Karte in der Mitte. Jawollo, perfekt. Jetzt hier eine Karte. Leute, lasst das Glücksspiel sein. Dann die hatte gerade Glück, ne? Aber das sonst. Neue ich will nicht tun. Rainbow zum Suchen. Das kannst du gerne machen. Der ist nicht mal uns. Nee. Hast du mit dem gesucht? Also den Graf habe ich mir gesucht. Darf ich mal lesen? Ja, klar. Die Dangers sind in der Regel alle nicht. Die Dark Worlds sind in der Regel alle nicht Ones. Aber ich wusste jetzt nicht, ob das bei den neuen der Fall ist. Ich mach mal den hier. Hat diese Karte durch den Karteneffekt bedeutet, außer der Karte, das geht nicht. Ja, das stimmt. Dann würde ich gerne den Effekt von Zaruga noch nutzen, um ein Monster zu specialen. Ja. Special ich mir den Silver. Mhm. Und dann mache ich ein Special Summon, indem ich mir den auf die Hand gebe. Ja, alles schlimm ist. Kann ich mich am meisten ärgern. Ich meine, ich kann sowieso. Also, wenn mir noch diese drei Handkarten bleiben, plus ich darf nur eine ziehen. Ja, die drei bleiben hier nicht. Ich gehe in Link 2. Ein Mudcracker. Die lockt dich in den Unterwelt. Wenn ich den Effekt nutze, genau. Und ich kann ihn nicht weglinken. Ich kann den Effekt nutzen. Target zum Reborn ist Snow. Discard tue ich Ceruli. Der kommt gleich auf meine Seite. Genau, dann specialt sich Snow. Neue Chain-Effekt Ceruli, der specialt sich auf deine Seite. Dann wieder neue Chain-Effekt Ceruli, ich muss eine Karte discarden. Discarde ich den Silver, Effekt Silver, der specialt sich, du darfst zwei Handkarten unter das Deck legen. Das ist ja wundervoll. Das macht irgendwie Spaß. Wie gesagt, wenn ich nicht gut ziehe, bin ich auch kein guter Spieler. Special Summon, indem ich die auf die Hand gebe. Special Summon, indem ich die auf die Hand gebe. Zwei Monster für mich, ja, kann ich ein IP weglinken. Ja. Dann war es das an der Stelle tatsächlich auch. Du kannst noch draufkloppen, ne? Die haben tatsächlich auch alle Push. Nicht, das sind etwa, ich habe doch angefangen. Oh mein Gott, du bist gerade first, ne? Oh mein Gott, das habe ich ja gerade vergessen, weil ich sehe, du hast ein volles Board, wirklich ein volles Board aufgebaut auf meiner Seite. Und siehst du, guck mal, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Gut, ich kann noch Kampfschaden machen, ne? Der hat Push, weil er auf Sayura beschworen wurde und hierdurch genau, noch. Wie viel hat der? 300 Push, 600 Push, 300 Push. Kann ich aber, falls ein Monster durch Kampf und Unterwelt durch Kampf oder keinen Effekt zerstört werden würde, kann ich sie tributieren, dann wird es nicht zerstört. Würdest du trotzdem Kampfschaden kriegen? Wenn du sie angreifst, falls ein Monster, das durch Kampf oder keinen Effekt zerstört werden würde, kannst du stattdessen einem Unterwäldermonster als Tribut anbieten. Das weiß ich nicht. Also ich kann sie auch selber als Tribut anbieten. So, was hast du denn sonst noch auf dem Board alles? Also die beiden, machen die beiden da noch irgendwas? Die hat noch halt in diesem Protection und sonst nichts. Und sonst die beiden nicht? Nee. Auf Sayura kann ich noch einen Push kriegen. Aber du hast deine gesettete noch und du hast noch Handkarten, ne? Ja. Drei Stück. Ja, da kann noch irgendwas kommen. Gut, dann ziehe ich mal eine. Draw? Ja, das war ein guter Top-Tick, wenn ich ehrlich bin. Aber still in Draw-Phase mache ich Notfall-Teleport. Die habe ich mir noch einmal auf Hand gelassen. Mhm. Ich darf mir MC Stufe 3er vom Deck zwischen. Wenn es auf dem Board ist, wird es verbannt. Das ist eine meiner One-Card. Also nur bis zu einem bestimmten Punkt One-Card. Nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt One-Card. Ich lege einfach die hier. Ich habe die Karte auch übrigens auch einmal auf Hand gehabt und habe ich dann wieder weggelegt. Also. Geekboy? Geekboy in der Draw-Phase noch. Ich darf mir einen Labyrinth mit der Spell. Oh, ups.
vom Deck auf die Hand nehmen. Was sagt die Time? Wir haben noch 6 Minuten. Würde ich gerne dann Chain mit Skill Drain. Du willst 1000 zahlen? Genau. Bist du sicher? Ja. Warte mal, ach, ich wollte das gerade hier machen. Achso, also deswegen wolltest du. Boah, Skill Drain ist echt mutig im. Wir machen das nochmal. Wir machen das so. Boah, ist echt mutig, Skill Drain. Ja, dann wird der Effekt wird annulliert. Ja. Standby Main. Einer von denen nur Cybers. Hier könnte ich spielen. Effekt auf dem Monster, auf dem Monster. Boah, das ist richtig bitter. Durch Sayura, der Push existiert, glaube ich, noch, weil die den Feuer gekriegt haben, oder? Auf Beschwörung? Ja, das kann, ja, genau, kommt auf Sam, der Push. Dann löse ich gerade richtig auseinander. Damit. Das nimmt mich gerade hart auseinander, wenn ich ehrlich bin. Ich muss Mafic Circle aktivieren. Mhm. Von der Hand aktiviert er sich. Ich leg mir einfach mal Sigma rein. Wo ist mein Sigma? Sigma? Dann specialt er sich. Gut. Dann würde ich Mathmag Sigma in meinem Friedhof aktivieren, weil ich in der Examenzone kein Monster kontrolliere. Zum Special. Jo. Mit Verband, wenn er das Spiel verlässt. Kreis kann ich nicht aktivieren, weil er annulliert ist. Beziehungsweise ich habe keine Kosten, die ich zahlen kann, um das zu machen. Irgendwas auf die Summon? Ne. Gut, jetzt muss ich mir was überlegen. Das wird jetzt echt schwierig, da muss ich mir wirklich was überlegen gerade. Ich habe. Oh Mann, ich habe mit Geekbar habe ich schon ein Monster, was Monster gespecialt. Wir gehen mit den beiden hier. Auf eine IP-Maskerina. Ich muss jetzt gucken, wie ich da rumspiele. Ne? Die beiden haben. Der hat auf jeden Fall einen guten Push gerade. Kann den hier holen, das bringt mir aber leider nicht so viel. Der Effekt wird annulliert, das bedeutet, ich komme sonst echt nicht auf den Push. Die Skill Drain nimmt mich gerade komplett. Ja, die Skill Drain nimmt mich gerade komplett, tatsächlich. Ich habe nur den. Ja, auf den komme ich nicht von links 6. Habe ich noch ein generisches, beschwörbares? Nein. Warte mal, wenn ich den Effekt vom Lebersch mache, fürs Tributieren. Also, naja, das macht nicht viel aus. Jetzt auch nicht mehr so viel. Ich hoffe, ich kann noch irgendwie angreifen. Für Kampfschaden. Dann sieht es schlecht aus. Wir können hier einmal, ich beeil mich. Der braucht Cybers, der braucht auch Cybers. Effektmonster, das ist gut. So ein Monster, ein Ritual. Da haben wir 3 Effektmonster. Ich muss das leider so machen. Der wird verbannt. Und die IP. Für einen. Drei Monster. Ja, ich glaube, das war mit der IP, war das gerade nicht so schlau. Ja, ich kann nichts machen, was ich sonst im Grave mache. Ich muss auf Link 5 gehen. Und zwar auf einen Dark Fluid, den ich nicht aktivieren kann, weil. Der aktiviert sich auf dem Board. Skill Drain legt mich da leider komplett lahm. Durch IP kann er nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Er hat einfach 3000. Er ist ein 3000er Buddy halt einfach. Einzige, was ich machen kann, wobei. Oder kann ich den hier. Ne, ich würde den hier gerne. Wobei, ne, durch Sayura kriegt er keinen Push. Weil Sayura auch negiert ist. Ne, dann lasse ich den hier. Der hat 3000 Attack. Ich gehe jetzt einfach in die Battle Phase. Jo. Die Mugcracker hat. 1-3. 1-3. Ich greife die einfach an, genau. 1-7. 1700. Oh, nein, so viel will ich die nicht abziehen. 1700. Und ja, dann gehe ich in die Endphase. Alles klar, dann draw for turn. Das wird auch hier dein sein, nehme ich an. Standby, Mainphase, Battleface. Und dann würde ich einmal mit 3-6 angreifen. Das sind 600. Genau, und dann nochmal mit 3-3. 600, 3-3.
Sind 3,9 und dann noch mal 2,8. So, dann machen wir 3,9 minus. Und das sind 2,8 nochmal. Genau. 2,8, ich überlebe noch. Dann. Ja. Main Phase 2. Ja. Effekt Gates. Ja, ich muss jetzt schnell angreifen. Ich weiß nicht, was die Time sagt, deswegen. Nee, also, nee, das ist schon gut. Die Time sagt noch eine Minute und du bist drüber. Das ist deine Runde. Skat. So. Zieh ich eine Karte. Chain 1 zum Suchen, Chain 2 zum Specialen. Oder gewonnen hast du ihn? Ja. Ich muss eine Battlefist attempten können, um mehr 4000 Schaden machen zu können. Ja. Ja, der Skillwind habe ich gerade aus dem Leben gezündet. Der hat mich gerade echt aus dem Leben genommen. Ich habe nicht damit gerechnet mit einem Skill Drain. Tatsächlich. Ja, rettet auch ja, oft. Also gerade wenn du unter Droll spielst, kriegst du oft einen Droll, aber wenn du dann wenigstens Skill Drain auf der Hand hast. Das Monster wäre ein Singularity gewesen, der wäre auch nur 3,5 gewesen tatsächlich. Das hätte ihn nicht mehr aufgehalten. Natürlich Gates. Ja. Für Gates, Discard, Chain 1, Chain 2. Das und das ist Time. Time. Du kannst, wenn du willst, kannst du dann voll angreifen. Ja, okay, angreifen. Ja. Du willst wahrscheinlich in Phase gehen und dann wäre eigentlich durch. Ja, ja, da bin ich so viel. Ich wäre vielleicht noch auf Fusion gekommen. Ich hätte einen Mystic Girl gezogen, das hätte gar nichts gemacht tatsächlich. Ja, Leute, das war's, ne? Das hat der Julius gewonnen. Einmal Applaus an Julius. Mit Dark World. Ich glaube, du bist richtiger Dark World One-Trick, ne? Ja, ja, ich spiele eigentlich nur Dark World. Also auch wer die Videos sieht, ist alles Dark World. Ja, ich hab's nicht gesehen. Wir haben auch schon mal gegeneinander gespielt. Ja. Ich wechsle ein bisschen durch, aber die Leute wissen regelmäßig auch, was ich spiele. Ja, Leute, wenn ihr auch Bock habt, hier mal hier zu stehen, zu spielen und eventuell sogar in den Stream reinkommen wollt, dann kauft euch ein Ticket. Seid dabei. Hier im Trader Trading Card Superstore. Genießt es. Wenn ihr von weiter her kommt, ja, dann kommt weiter her und dann kloppt uns einfach alle kaputt. Hier gibt es tatsächlich auch Möglichkeiten noch zu nächtigen, also gibt's nicht, ist das hier nicht so ein Problem. Ja, ansonsten, wie gesagt, ne, wenn ihr dieses Match entspannt zugesehen habt und Spaß dran gehabt habt, ja, dann auf YouTube einen Daumen hoch, Glocke aktivieren, abonnieren, was gibt's sozusagen, ja, viel Spaß mit dem dritten und mit dem vierten Match und ciao.